So, wieder da. Aber wir suchen uns jetzt hier erstmal eine Position, wo wir die Base aufbauen können. Und ich hoffe mal, wir schaffen es dir erstmal. Sonst versuchen wir es einfach immer wieder. So lange kann das ja nicht dauern. Ich schätze mal, die Position hier ist einfach besser. Der Feind hat weil wir da einen Militärdiktaturm haben, wie ich bereits eben schon gesagt habe. Ich habe jetzt aber Autosave nochmal geladen. Deshalb haben wir auch noch dieselben Truppen wie eben. Aber weil das Spiel halt kapiert ist, sollten wir aber nochmal verkacken, dann werden wir wahrscheinlich andere Truppen. Also wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber erstmal heile ich jetzt mal die Truppen. Ich werde die Erwartungen erfüllen. Sag deine Meinung. Unser Wissen wird wachsen. Ich biete den Gedehn. Und wir gehen erst hier und ich mal die Zweig und da greift er an und er ist tot. Ich habe auf dich gewartet. Ja. Dann warte mal weiter auf mich. Lass uns das mal durchdenken. Das kann sich hier noch eine Weile ziehen mit dem Bauen. Das könnte gefährlich werden. Erstmal hielst du jetzt weiter. Übrigens können Truppen gedefiniert werden zu dem Zeitpunkt, die nichts tun. Der Schleier des Geheimnisses. Deshalb kann man zum Beispiel auch nicht den Architekten hier und nebenbei den Architekten, der gehielt wird, bauen lassen. Das wollte ich nämlich eben machen. Alles beginnt mit einer Entscheidung. Das geht. Gut, wie wir eben gesehen haben, der Explosionsradius geht aus irgendeinem Grund einen Tick weiter als dieser Kreis. Also niemals zu eng aneinander bauen, das kann nach hinten losgehen. Ich bin der Architekt. Außer ihr habt es gerne, eine Kettenreaktion zu haben. Sollt vor allem weil Part 2 auch. Also Part 2 der Lichtforschungskette kann man sie auch mit Absicht nicht aufsprechen. Es ist noch nicht vorbei. Habe ich auch schon mal gemacht, da habe ich zumindest schöne Kettenreaktion gebaut. Das Problem ist halt nur, man opfert dafür Rohstoffe. Man muss immer gucken, ob der Preis es auch wert ist. Sollte der Preis es nicht wert sein, weil man Rohstoffe braucht oder gar nicht am Verlieren ist, dann sollte man es eher unterlassen. Oder maximal einen opfern, aber. Es kann halt so von strategischem Vorteil sein, wenn man es in die Luft springt, bevor der Gegner halt rauskommt aus dem Radius. Weil natürlich versucht ein, jetzt kein PC-Spieler, ein Bot-Spieler wird immer da einfach hin und das Ding angreifen. Aber andere könnten versuchen, die. Oh, da ist nur frei. Andere könnten versuchen, echte Spieler nämlich. Das zu zerstören, ohne dass die Truppen rauskommen. Und warum überlebt nun bei immer alles? Da ist einfach Scheiße. Incoming. Kaserne bauen, damit wir hier schnellstmöglichst Truppen anfordern können, denn so langsam aber sicher bekommen unsere Lufteinheiten Probleme, wenn die hier noch mit mehr Lufteinheiten kommen. Wir haben zwar wieder einige healen können, aber es ist halt das Nervige, wenn man angreift. Ich versuche die schöne Turm direkt in der Base unter Beschuss einzunehmen. Das Problem, wenn wir erstmal eine einigermaßen gute Verteidigung aufgebaut haben, oh ein Kraftfehler. Wenn wir erstmal eine gute Verteidigung aufgebaut haben, wird es auch relativ einfach, da Base zu zerstören, weil sobald man genug Geschütztürme der Masari hat, die aus irgendeinem Grund sehr, sehr stark sind, kann man auch einfach alles nicht
kann man auch einfach seine gesamten Truppen abziehen. Das ist nur eine sehr große Verteidigungskette aus Türken. Ich bin der Architekt. Und sie auch aufrüsten. Dafür müssen wir aber erstmal unsere Wissenskammer ausbauen, die wir gerade erst bauen. Das könnte gefährlich werden. Es ist noch nicht vorbei. Natürlich in Kombination mit Himmelswachposten, aber nicht zu, aber nur mehr Wachposten, weil die Himmelswachposten sind halt nicht ganz wichtig. Rohstoffe. Sollt ihr haben. Sag deine Meinung. Und ein Auge, damit wir auf unsere anderen Feinde sehen können. Ich bin ein jünger Alteas. Ich habe auf dich gewartet. Und eventuell können wir dann sogar Superwaffe bauen. Gib mir etwas. Nur dafür brauchen wir erst einmal verbotenes Mist. Was Geld kostet. Die Superwaffe, nur nochmal zur Erklärung, die Superwaffe ist bei den Masari beide Superwaffen. Also, die Masari können zwischen ihrer Superwaffe im Dunkeln und im hellen Modus eine andere Superwaffe damit haben. Also, sie schießt dann einfach anders. Im hellen Modus ist es ein kleiner, sehr starker Angriff, während es im dunklen Modus ein langsamer, dafür lange andauernder Angriff ist. Und auch viel größer vom Flächenschaden her. Also, gebt mir Anweisungen. Sollt ihr haben. Ah ja, haben ihre Vorteile. Ich benutze persönlich lieber die Dunklen, aber ich schätze, diesen werden wir eher den Hellen verwenden, da wir sonst im Dunkeln switchen müssen und da wir den dunklen Materiezeug nicht haben, nicht sofort in Dunkeln. Ich glaube, das ist Erforschung 3 des dunklen Zweigs, dass man dann sofort voll dunklen Panzer hat, wenn man da ist. Ich habe auf dich gewartet. Benötigt ihr meine Dienste? Als nächstes bauen wir wahrscheinlich erstmal eine Flugmaschine. Ja, ich schätze, wir bauen jetzt eine Flugmaschine. Nur wo wir sie bauen, ist die Frage. Ja, hier ist Platz. Sollt ihr haben. So. Erstmal rüsten wir jetzt unsere Türme auf. Alles beginnt mit einer Entscheidung. Abgeschlossen. Übrigens, falls ihr es eben nicht mitbekommen habt, unsere Türme zum Darren nicht irgendwie ab, da wir die erste Kategorie des Lichtzweiges haben. Gebt mir Anweisungen. Also, weil wir die dritte Kategorie haben, benötigt ihr meine wird auch für nichts möglich sein. Weil der zweite bringt uns momentan nichts, deshalb warten wir erstmal ab. Bis wir überhaupt Flugeinheiten haben, weil sonst bringt uns Phoenix auch nichts. Wir haben zwar schon ein paar, aber mehr. Weil Phoenix macht halt, wenn eine Flugeinheit stirbt, dann wird sie automatisch respawnen.
Ich habe mir gerade überlegt, ich werde doch das Platz 2 erforschen. Gut, wir können Materie mit 7 bauen. Das braucht auch wieder Geld. Aber dafür produzieren sie dann auch mehr Geld. Das alles in der Auge braucht immer noch verbotenes Wissen. Wir brauchen überall für verbotenes Wissen. Ich bin ein jünger Artikus. Es wundert mich, dass ich bisher nur mit einem Läufer angegriffen habe. Ganz im Ernst. Sag deine Meinung. Eben sind sie sofort mit beiden reingerusht. Ich habe auf dich gewartet. Unsere Forschung ist beendet. Der Schleier des Geheimnisses ist gelüftet. Momentan steht unsere Verteidigung relativ solide. Wir können erst einmal uns darauf konzentrieren, Rohstoffe zu haben und dann eine noch viel größere Verteidigung zu bauen. Denn wenn wir viele Geschütztürme haben, sind, kommen auch keine Läufer mehr abgeschlossen. Das hatte ich nämlich schon einmal. Dort wurde selbst ein Läufer innerhalb weniger Sekunden von meinen Türmen zerstört. Und da wir nur Flugeinheiten verwenden, brauchen wir auch keine Ausfahrrinne für Eroberer. Friedensstifter und Eroberer, allgemein für Fahrzeuge, weil das ist immer das Problem. Wenn man zu viele Türme baut, kommen die eigenen Fahrzeuge nicht mehr vorbei. Der Feind hat eine gewaltige Waffe gebaut. Und jetzt hat der Feind eine gewaltige Waffe gebaut. Aber es dauert noch 4 Minuten, bis er sie abfeuern kann. Und er feuert sie. Wenn er sie abfeuert, dann muss man eigentlich nur aufpassen, dass nicht unbedingt. Oh, wir haben nur frei getötet. Oh. Ja. Lufei ist tot. Das ist schon mal ein Vorteil. Jetzt kann er uns wenigstens nicht mehr nerven. Alles beginnt mit einer Entscheidung. Ich kann helfen. Nun, dein Wille geschehen. Gib mir etwas, worüber ich nachdenken kann. Und wir benötigen verbotenes Wissen, was wir jetzt brauchen. Denn ansonsten können wir keine Superwaffe bauen. Und es gibt auch noch andere Dinge, die es braucht. Unsere Türme sind jetzt schon mal übel, weil sie jetzt halt, sobald man die Optimierung hat, sind sie doppelt so schnell, da sie mehr Türme haben. Bauen wir noch einen Himmelswaffbus. Benötigt ihr meine Dienste dabei? Aber wir werden möglichst wenig. Ich bin ein Jünger. Bauen, da sie so viele Flugeinheiten gar nicht verwenden. Wir werden eher auf normale Wachposten setzen, da diese wesentlich mehr Schaden an Bodeneinheiten machen. Und ich glaube, soweit ich weiß, machen sie auch Schaden an Lufteinheiten, aber nicht so viel. Sag deine Meinung. Ich bin mir aber nicht ganz schlüssig darüber. Sicher, schlüssig. Ach, egal. Das könnte Konflikt gefährlich werden. Entsteht. Und jetzt holen wir uns noch die letzte Optimierung für das Auge. Dann können wir sehr weit sehen. Alles beginnt mit einer Entscheidung. Gib mir etwas, worüber ich nachdenken kann. Diese Monolithen nerven auch. Deshalb wird aber auch mein Himmelswacht kosten. So. Falls die da so schlau sind, immer wieder anzugreifen, was sie momentan sind. Akzeptiere keine billigen Illusionen. Oh, nun haben wir einen Herrn der Lüfte. Also eigentlich ist sie eine Herrin der Lüfte laut der Stimme. Aber was soll's. Ich bin Herrin. Ja, du bist Herrin dieser Lüfte. Wir wissen es. Ich habe es gerade gesagt. Sollt ihr haben. Schauke. Sag deine Meinung. Ich habe auf dich gewartet. Ja, was bauen wir mal? Wir warten erstmal, bis wir Materie richtig bauen können. Das ist wohl momentan die beste Option. Gibt es ein Problem? Atlantia herrscht über den Himmel! Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Gib mir etwas, worüber ich nachdenken kann.
nur eine Weile Superwaffe, sobald wir sie irgendwo platzieren können. Sollt ihr haben. Das nächste sollten wir vielleicht erstmal Phönix erforschen, falls wir... Optimierung abgeschlossen. Dauert aber noch ein bisschen. Genau jetzt kann es sein. Unser Wissen wird... Denn nun sind unsere Flugeinheiten relativ unsterblich. Das Böse ist, wir können nicht erforschen, dass wir sicher wieder zu Fahrzeugen dürfen können. Da wir nicht genug Punkte dafür haben, da ich nicht genug Wissenskammer gebaut habe. Aber was soll's, es wird schon irgendwie so gehen. Sollt ihr haben. Ja. Wenn sie jetzt nicht gerade mit einer riesigen Armee hier reinrushen, werden wir es schaffen, soweit es aussieht. Aber wir sollten nicht zu zuversichtlich sein. Ich werde die Erwartung erfüllen. Er hat immer noch das Problem, dass sie eine. Dass sie Geschütze an ihrem Hauptgebäude haben, finde ich. Unsere Forschung ist. Und vor allem, dass ihre Superwaffe fertig ist. Geheimnisses ist gelüftet. Und sie eine Aufklärungszone besitzen, die diese aufdecken kann. Also, nicht ja. Nein, die unsere. Ne. Unsere. Leute, unsere Base aufdecken kann. Weil normalerweise feuert sie nur, wenn sie. Betrunken sind, die Waffe, aber doch nur, wenn sie Gebäude zerstören müssen oder zur Verteidigung. Ich bin Konflikt entsteht. Optimierung abgeschlossen. Oh, sich feuern sie doch mitten an. Du könntest mich mitnehmen. Arsch. Was haben wir denn mal verloren? Unser Militär ist also verdammt. Unsere Himmelswachtposten und eins unserer Rohstoffgebäude. Hätte ich ganz keinen Schaden, aber es ist trotzdem schlimm. Sollt ihr haben. Sag deine Meinung. Sollt ihr haben. Ich lebe um zu lieben. Ich biete den Bedingungen. Dieses Mal lasse ich noch durchgehen. Auch wenn es nicht viel Schaden macht, es macht dummerweise Schaden. Das ist ein Problem. Dummerweise ein Problem, dem man nicht entgehen kann. Geh mir aus dem Weg. Und wir haben einen Held, der nichts gegen Flugeinheiten tun kann. Ich dir meine Dienste. Und wir haben Flugeinheiten, die nichts gegen Bodentruppen tun können. Das ergänzt sich irgendwie. Da der Lüfte und der Held. Weil wir schön ein Gebäude wird gefährdet. Einfach mit unserem komischen Lichtkreis in die Gegner einrennen können. Es fehlt nur noch der Lebensregeneration im Kampf. Dann wäre er unsterblich. Ich mache mir die Angst zu meinem Vorteil. Weitweg für Ablachen. Mit Sorgfalt. Haut
ridiculous.